Topfgucker TV empfiehlt. Heute werde ich für Sie das hauseigene Sorgenfreibrot zubereiten. Okay, der erste Schritt ist, man löst die Hefe im Wasser auf. Das Wasser sollte lauwarm sein. Dann wird die einfach reingebröckelt. Und diese wird dann mit einem Schneebesen vermengt, bis sie sich vollkommen aufgelöst hat. Diese Wassermasse wird dann zusammen mit Salz und Mehl vermengt. Dazu kann man eine kleine Kuhle bilden, um das Wasser darin reinzugießen. Und dann wird das Ganze zu einem Brotteig verknetet, bis die Masse einen kompletten Teig ergibt. So, dieser Teig muss jetzt in einem warmen Bereich gehen. Nachdem der Teig gegangen ist, etwa eine Stunde, wird er jetzt portioniert auf 3 Brote. Der Teig ist für 10 Personen ausgelegt. Gibt man auf eine bemehlte Arbeitsfläche, wo man ihn in 3 Laibe teilt. Diese werden zu einem länglichen Brot geformt und auf ein mit Backpapier belegtes Blech gelegt. Danach wird der Brotlaib leicht eingeschnitten, damit das Wasser entweichen kann, der Wasserdampf. Und das Ganze wird mit Olivenöl eingepinselt. Und mit etwas Fleur de Sel und frischen Kräutern, Thymian und Rosmarin, bestreut. Wir empfehlen, das Brot im vorgeheizten Backofen bei Umluft 160 Grad ca. 15 bis 20 Minuten zu backen. Nachdem das Brot eine schöne Farbe hat, muss man es jetzt noch 10 Minuten ruhen lassen, da man es heiß nicht gleich anschneiden sollte. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachbacken unseres Sorgenfreibrotes. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.